Weiter geht es und ich möchte hier bei meinem fünften Verein jetzt schon wieder eine Krise kommen. Deswegen brauchen wir jetzt Punkte, Punkte, Punkte. Wir haben jetzt in fünf Spielen einen Sieg geholt und drei Unentschieden. Ein Sieg, drei Unentschieden, eine Niederlage. Das ist an sich okay, aber auch nicht überragend, muss man mal so sagen. Und jetzt haben wir leider auch schwere Spiele anstehen. Wir brauchen Punkte. Wir haben 68% Vorstandsvertrauen. Das zeigt schon tendenziell wieder in die falsche Richtung. Und ich möchte jetzt mal endlich irgendwo Erfolg haben. Verdammt nochmal. Hoffe mal, dass das jetzt hier klappen wird. Englischer Pokal ist mir scheißegal. No rhyme intended. So, Premier League könnte mir nichts egaler sein, obwohl das war Premier League. So, wir spielen jetzt gegen Darmstadt. Die stehen auf Platz 5. Die sind auch stärketechnisch uns überlegen. Ich gebe dieser Formation noch ein Spiel. Wenn wir hier verlieren, dann werde ich die Formation ändern. Ändere jetzt aber mal den Einsatz mal etwas erhöhen. Torwart offensiv stelle ich auch mal ein. Und ich wähle meine Spezialtaktik aus. Bringt Ruhe ins Spiel. Kontrolliert und Härte. Ein bisschen rau. So, haben wir mal ein bisschen was geändert. Okay, dann macht das auch keinen Sinn, wenn ich jetzt sage, ja, ich gebe denen nur noch dieses Spiel Zeit, wenn ich jetzt schon alles einiges umstelle. Nein, diese Prämisse, die verwerfe ich jetzt mal. Gucke mal, wie das jetzt hier laufen wird. Und sage, spare ich mir. Das Hinspiel endete 3-3. Es ist Vorsicht geboten. Darmstadt hat die letzten vier Spiele alle gewonnen. Franz Beckenbauer tippt 2-2. Bleiben wir die Unentschieden-Könige? Oder was gibt es hier? Atanga. Keiner greift ihn an, zieht ab. Aber der Keeper Schuhen hat damit keine Schwierigkeiten. Gelbe Karte für Danilo Wiebe in der 17. Minute. Gelbe Karte für Lopez. Beide gelbe Karten wegen absichtlichem Handspiel jeweils. Paul Son jetzt hier in der 41. Minute. Sehr ereignislose erste Halbzeit. Der Ball landet im Aus. Und 0-0. Ein 0-0 der ganz drögen Art und Weise mal wieder. 0-1 Torchancenverhältnis. Aber auswärts kann man da durchaus mit leben. Gerade gegen eine gut auf dem 5. Tabellenplatz positionierte Mannschaft hier. Belfodil bekommt mal ein Lob. Ganz solide erste Halbzeit. Aber Fabio sieht gelb. Ein Tor reicht und dann wäre unsere gute Leistung natürlich auch verwurmt. Wiebe stoppt ihn fair, aber Pintides direkt wieder am Ball auf Depress gegen Laurini. Zieht kurz an, ist an Laurini vorbei, stoppt den Ball, legt ihn nach innen auf. Pintides zieht kurz an, ist an Wiebe vorbei, nimmt den Ball mit, spielt nach rechts. Depress kann ihn nicht sauber stoppen. Und da gehen wir in Führung. Benja da in der 61. Minute nach Vorlage. Atanga, wunderbar, da wollte ich wechseln und mal wieder, wenn man klickt, fällt dann irgendwie ein Tor. Das ist oft so. Depress jetzt gegen Laurini. Depress Richtung rechte Strafraum-Ecke. Legt da innen auf. Pintides kontrolliert den Ball. Lässt sich ihn von Wiebe einfach abnehmen. Der spielt hier einen ganz soliden Stiefel. Ich bringe mal Godin für Amade in der 64. Minute. 71. Minute. Wir führen mit 1-0. Ich stelle mal um. Wollen wir mal hier ein bisschen taktische Variationen reinbringen. Spiele ich jetzt mal mit Abwehrriegel. Wollen wir das 1-0 über die Zeit bringen? Das ist oft gewagt. Viele sind von solchen taktischen Maßnahmen keine Fans. Aber ich probiere es einfach mal. Bringe dann noch Clark für Atanga. Die spielen jetzt offensiv, die Darmstädter. Dann kommt außerdem Bürger für Stiepermann. Wechselkontingent ist ausgeschöpft. Bringen wir hier das 1-0 über die Zeit. Palzon kommt frei zum Schuss. Oh, der Ball geht weit über das Tor. Godin jetzt nochmal. Schiri pfeift ab. Der Ball ist weg. Und wir gewinnen 1-0 gegen Darmstadt. Mein zweiter Sieg. Die taktischen Änderungen haben gefruchtet. 3 Punkte entführen wir hier aus Darmstadt. Ein Kanser, der Mann des Spiels. Spiel bekommt die Note 6. Miserabel, aber das ist mir egal. 3 Punkte. Das hat zur Folge, dass wir in der Tabelle von Platz 14 auf 13 klettern. 25 Zähler jetzt auf dem Konto. Ansonsten folgende Ergebnisse. Uerdingen verliert 1-2 gegen Bielefeld, Darmstadt verliert 0-1 gegen uns, Nürnberg gewinnt 2-1 gegen Würzburg, Union gewinnt 3-0 gegen Dresden, Wiesbaden gewinnt 1-0 gegen Osnabrück, St. Pauli gewinnt 1-0 gegen Düsseldorf,
Aue verliert 1-3 gegen Augsburg. Bochum gewinnt 1-0 gegen Hannover und Halle gewinnt 1-0 gegen Heidenheim. Auf den Aufstiegsplätzen keine Änderung. Auf den Abstiegsplätzen finden wir jetzt Hannover wieder. Wien Wiesbaden, die springen hier ständig zwischen Platz 14 und 15 hin und her. Hannover fällt von 12 auf 15. In der 11 des Tages Ben Yedda und Nkansa aus unserer 11. Transfers haben wir Miyachi, altbekannte Ex-Kollege vom FC St. Pauli, wechselt nach Malmö. Charlie Young von Hannover nach Werder Bremen. Und Guga Nick von Osnabrück nach Nicosia. Stefanos Capino, ja, der Exodus beim HSV geht weiter, geht vom HSV nach Bayer Leverkusen. Und Valerie Fernandez, ach nee, das ist kein Transfer innerhalb von Deutschland, ja. Wir spielen jetzt gegen Halle, die stehen auf Platz 8, haben die letzten 4 Spiele alle nicht verloren, sind stärketechnisch ähnlich, gucken wir mal, ob wir da jetzt anknüpfen können. Der Sieg hat uns zumindest 1% Vorstandsvertrauen gebracht. Also irgendwie mal, wenn man verliert, dann gehen diese Vorstandsvertrauenspunkte schnell flöten, aber die sich wieder zu holen, das dauert immer. Champions League und Euroleague wurde gespielt. Bayern gegen Gladbach, 3-2 für Bayern München. Also es ist auf jeden Fall eine deutsche Mannschaft im Halbfinale durch dieses deutsche Duell hier. Belfodil ist nicht da wegen Länderspielreise. Warum überschneidet das jetzt sich mit unserer Liga hier? Das ärgert mich doch. Ich bringe Feigen sparen für ihn. Don't change a winning team, auch wenn es nur ein Spiel war. Jetzt haben wir hier die ungünstige Zahl 88,8 als Stärke, während Halle 88,2 hat, also sehr ähnlich. Heute kann der kleinste, aber auch der minimal kleinste Fehler das Spiel entscheiden. Bitte seid hellwach! Die Ansprache hat die Wirkung nicht verfehlt. Ich habe mal wieder vergessen, den Platzzustand zu pflegen. Vettel-Tipp 3-2 auf uns. Fast 16.000 Zuschauer. Eine herrliche Kulisse hier. Macht uns schon wieder, Ben Yedda bringt uns schon wieder in Führung. Der Neuzugang nach Vorlage Otto in der 8. Minute. Und mal wieder auch sonst eine relativ ereignislose erste Halbzeit. Niedfeld sieht gelb. Ansonsten passiert hier mal wieder nichts. Aber auch unsere Defensive steht. Ja, kommt häufig vor, dass die gegnerischen Teams keine einzige Torchance in der ersten Halbzeit hatten. Jetzt war es schon wieder so. Einzelgespräch, Ben Yedda bekommt ein Lob. Zurzeit läuft es voll genial, sagt er. Und... Ja, das geht doch. Genauso weitermachen. Das geht doch. Einsatz habe ich jetzt gar nicht erhöht, aber gucken, ob es auch mit 100% Einsatz reicht. Bringe jetzt mal... Rosenlöcher für Wiebe in der 62. Minute und stelle jetzt mal wieder, es hat eben geklappt, wieder auf Abwehrriegel im eigenen Stadion, obwohl im eigenen Stadion machen wir mal lieber auf Konter, damit wir uns jetzt nicht völlig auf das 1-0 verlassen, obwohl Halle immer noch ohne Torchance bleibt. Goden kommt für Amabe. Oh, eine Verletzung. Becker kommt dann schnell rein in der 70. Minute. Damit ist das Wechselkontingent ausgeschöpft. Eckball jetzt für Halle von der rechten Seite. Göbel haut den Ball in die Strafraummitte. Deichmann, ich muss gestehen, dass ich wieder nicht weiß, wer sich da überhaupt verletzt hat. Ja. Und dann kassieren wir den Ausgleich. Stefano Okaka in der 88. Minute. Nkansa, leichte Generschüttung. Ja, gute Besserung. Eine Entschuldigung, dass ich gerade nicht den Überblick hatte, wer da sich verletzt hat. Mike Feigenspahn, der beste Spieler, Spiel bekommt die Note 5, schwach. Wir haben leider die 2 Punkte liegen lassen, holen dann doch nur einen Punkt. Und heute in der 8. und in der 88. Minute, passend zu unserer Stärke. Zahlen, die ich hier nicht lesen möchte. So, 1-1 gegen Halle, damit bleiben wir auf Platz 13. Würzburg gewinnt 3-1 gegen Darmstadt. Heidenheim gewinnt 5-2 gegen Uerdingen. Uerdinger kassieren auch oft Packungen, wenn ich mir... Ja, die stehen auch jetzt auf Platz 18. Bielefeld gewinnt 1-0 gegen Union. Hannover spielt 1-1 gegen Wiesbaden. Osnabrück gewinnt 2-1 gegen Bochum. Düsseldorf spielt 1-1 gegen Nürnberg. Wir spielen 1-1 gegen Halle. Augsburg verliert gegen St. Pauli 0-1. Und Dresden verliert 0-1 gegen Aue. Augsburg immer noch 7 Punkte satter Vorsprung vor Union. Mein Ex-Club St. Pauli mausert sich... Auch mischt sich ins Aufstiegsrennen ein, hat nur noch 2 Punkte Rückstand auf Platz 3. Uerdingen neues Schlusslicht, Osnabrück zeigt Lebenszeichen, haben jetzt ganz gut gepunktet zuletzt, haben aber immer noch 11 Punkte Rückstand auf das rettende Ufer, wo Wien Wiesbaden gerade steht, punktgleich mit uns. Wir haben 10 Punkte Rückstand auf die erste Tabellenhälfte, da geht noch einiges und unentschieden werden uns da nicht weiterhelfen. Ben Yedda schon wieder in der 11. des Tages und Mike Feigenspahn. Mal wieder hatten wir das bestbesuchte Stadion.
Dann haben wir hier Marco Reus, geht von Borussia Dortmund nach Maccabi Netanya. Netanya sagt mir nichts, Maccabi deutet ja mal auf Israel hin. Ich mich nicht täusche und wir spielen jetzt gegen Union Berlin. Das wird richtig schwer, die stehen nämlich auf Platz 2. Gucken, ob wir hier ungeschlagen in diesem Part bleiben. Kamsa ist, der kriegt von mir einen Blumenstrauß. Ich besuche ihn. Ihr Spieler Johann von Knebel erfährt von Stefanie, dass er bald zum ersten Mal Vater wird. Darüber ist er jedoch gar nicht begeistert. Ja, gratuliert man dann überhaupt, wenn er das gar nicht möchte? Ja, zumindest der Frau gratuliere ich. So, DFB-Pokal-Halbfinale. Eintracht Frankfurt verliert 1:2 gegen Hoffenheim und Wolfsburg eliminiert den letzten Zweitligisten Bielefeld. Damit lautet das DFB-Pokal-Finale Hoffenheim gegen Wolfsburg. Ob das wohl für Einschaltquote sorgen wird, da bin ich doch mal gespannt. Und wir spielen jetzt in der alten Försterei und Nkansa ist schon wieder fit bei einer leichten Generschütterung. In der Realität würde ich eigentlich mal sagen, nein, du spielst jetzt nicht. Aber hier laut Spiel ist er wieder fit. Ja, Spiel ist aus dem Jahr 2000, da war die Sportswelt noch wahrscheinlich nicht so vorsichtig, was Gehirnerschütterung angeht. Belfodil ist wieder da, aber Feigenspahn hat so gut gespielt, dass Belfodil erstmal auf der Bank Platz nimmt. Ja, einige Spieler sind hier außen vor, aber wir haben jetzt gerade ganz gut gepunktet, deswegen lasse ich das irgendwie. Ich stelle mal den Einsatz wieder auf 120% hoch. Ich sag mal nix. Stärketechnisch sind wir unterlegen. Franz Beckenbauer tippt 1:4 auf uns. Können wir denn noch einen Auswärtssieg holen? Mal wieder. Und wir gehen in Führung. Paul Orini in der 26. Minute. Erstes Saisontor. Und wir führen mal wieder 1:0. Schon wieder hat der Gegner keine Torchance in der ersten Halbzeit. Irgendwie funktioniert das echt gut defensiv. Laurini bekommt ein Lob. Er freut sich darüber, ist sehr stolz darüber. Wir sind absolut auf dem richtigen Weg hier. Können wir offensiv kommen? Die Unioner hier aus der Kabine. Gelbe Karte für Lenz. Können wir das halten? 63. Minute. Ich stelle die Formation mal um auf Konter. Bin jetzt mal ein bisschen flexibler und nicht so festgefahren in meinen Vorgehensweisen hier. Vielleicht bringt das mal ein bisschen Besserung rein. Bringe Belfodil für Feigenspahn in der 63. Minute. Ein und sitzt. Und da kassieren wir dann auch doch den Ausgleich. Andre Wisdom. Der Name kommt mir bekannt vor. Woher? War das ein Testspiel oder so? Auf jeden Fall erzielt er hier den Ausgleich. Dann ändere ich auch direkt wieder die Taktik auf kontrollierte Offensive zurück. Denn wir wollen ja auf Sieg spielen. Wir brauchen die Punkte. Laurini mit einer überragenden 1,5 hier. Ich bringe mal Rosenlöcher für Wiebe. 77. Minute. Bürger für Stiepermann. Dreimal gewechselt. Passiert hier noch was. Gelbe Karte für Neven Subotic. Passiert hier noch was. Lenz in der 84. Minute. Jetzt nicht noch den Ausgleich, nicht noch den Rückstand kassieren. Auch schöne Nahe. Oh, der Ball ist drin. Christopher Lenz mit dem 2:1. Ei, ei, ei. Und dann habe ich jetzt auch nicht schnell genug reagiert, um noch umzustellen. Da liegen wir dann doch hinten. 90. Minute nochmal Union Wisdom. Lässt sich fallen. Rosenlöcher kann klären. Und wir verlieren dann leider doch gegen Union Berlin mit 2:1. Sie haben das Spiel gedreht. Paul Laurini dennoch mit einer sehr guten Leistung, was ihn zum besten Spieler des Spiels, was ihm diese Auszeichnung einbringt. Spiel bekommt die Note 4 mäßig. Wir fallen damit wieder zurück auf Platz 14. Ja, 4 Punkte aus den 3 Spielen in diesem Part geholt, aber es waren auch schwere Gegner, das kann man nicht anders sagen. Union Berlin steht nicht zu Unrecht auf Platz 2. Von daher möchte ich diesen Part dann doch einigermaßen als gelungen bezeichnen. Zumindest war es Schulnote 3, befriedigend. Ob das der Vorstand auch so sieht, werde ich ja sehen. Heidenheim gewinnt 3:2 gegen Tabellenführer Augsburg. Halle verliert 1:5 gegen Bielefeld. Bochum spielt 0:0 gegen Wiesbaden. Ja, Wiesbaden, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Die spielen sehr oft unentschieden, habe ich den Eindruck. Das reicht ihnen hier aber, um mit uns die Plätze zu tauschen. Nürnberg verliert 0:4 gegen Osnabrück. Die Osnabrücker haben irgendwie ein Mittel für ihre Krise gefunden, da läuft es gerade richtig gut. Darmstadt verliert 1:2 gegen Düsseldorf. Uerdingen gewinnt auch mal wieder 2:1 gegen Würzburg. Union gewinnt 2:1 gegen uns. Aue spielt 1:1 gegen Hannover und St. Pauli gewinnt weiterhin 1:0 gegen Dresden. Auf den ersten 3 Plätzen und auf den letzten 4 Plätzen ändert sich nichts.
Aber es wird immer enger. Wir sind auch nur punktgleich mit Hannover. 5 Punkte vor Würzburg. Gucken wir mal, wie es im nächsten Part weitergeht. Laurini in der Elf des Tages. Transfers haben wir hier. Morgan Poverty von Lazio Rom nach Hannover 96. Robin Hack von Union Berlin nach Viktoria Pilsen und Christoph Zimmermann von Mainz nach Cagliari Calcio. Im nächsten Paar spielen wir erstmal gegen den Tabellenletzten aus Uerdingen. Die haben das letzte Spiel gewonnen, aber vorher 5-mal verloren. Da sollten noch 3 Punkte her. Da gelten keine Ausreden mehr. Außerdem spielen wir gegen Heidenheim und Bielefeld. Heidenheim und Bielefeld stehen auf Platz 4 bzw. 10. Also da ist alles dabei. Ein Team, was oben steht, ein Team, was in der Mitte steht, ein Team, was unten steht. Da wollen wir doch auch mindestens 6 Punkte holen aus dem nächsten Part. Ich hoffe, dass es klappen wird. Vorstandsvertrauen haben wir nämlich nur noch 63%. Da ist nämlich direkt ganz schön was runtergegangen. Ich sage Tschüss, bis dann.